Bilder lassen sich in Word auf vielfältige Arten verwenden und positionieren. Wenn du in Word ein Bild einfügst, erscheint es standardmäßig an der Stelle der Textmarke und mit dem Text in einer Zeile. Das sieht allerdings komisch aus und wird in den seltensten Fällen so gebraucht. Fügen wir zuerst also ein Bild ins Dokument ein. Setze dazu die Textmarke an eine beliebige Stelle und klicke dann im Reiter Einfügen in der Gruppe Illustrationen auf Bilder. Es öffnet sich das Dialogfenster Grafik einfügen. Gehe hier in der Ordnerstruktur zum gewünschten Bild, wähle es aus und klicke dann unten rechts auf Einfügen. Das Bild erscheint an der entsprechenden Stelle direkt im Text. Um das Bild nun frei auf deinem Dokument zu platzieren, musst du das Bild mit Textumbruch einstellen. Wähle dazu zunächst per Mausklick dein Bild aus. Rechts neben dem Bild erscheint nun das Icon Layout-Option. Mit einem Klick auf Layout-Option öffnest du ein Menü, wo du dich für eine von mehreren Bildoptionen entscheiden kannst. Wie eben bereits erwähnt, wähle jetzt eine Einstellung aus dem Bereich mit Textumbruch. Wenn du mit der Maus über eine Auswahl fährst, wird dir die jeweilige Funktion als kleine Hilfe angezeigt. Du kannst wählen, ob der Text dein Bild umfließen soll, ob das Bild vor oder hinter den Text gelegt werden soll oder ob weiße Teile des Bildes transparent dargestellt werden sollen. Du kannst das Verhalten deines Bildes im Text auch weiter verfeinern. Klicke dazu in den Layout-Optionen auf Weitere Anzeigen. Es öffnet sich das Dialogfenster Layout. Unter dem Reiter Textumbruch hast du nun noch weitere Möglichkeiten zum Textumbruch. Unter Textfluss bestimmst du, welche Seiten deines Bildes der Text umfließen soll. Unter Abstand vom Text bestimmst du, in welchem Abstand der Text das Bild umfließen soll. Welche Einstellung für dich die richtige ist, musst du für dich einfach ausprobieren. Mit einem Klick auf OK werden deine Einstellungen für das Bild direkt übernommen. Nachdem du eine dieser Optionen ausgewählt hast, kannst du dein Bild mit gedrückter Maustaste nun frei verschieben.